Servus zu Barbecue aus Franken. Mit einigen wenigen Zutaten werden wir heute eine ganz leckere Geschichte machen. Ganz was Einfaches, aber ich denke mal furchtbar lecker. Was wird es denn eigentlich werden? Ja, ich habe vor, so eine Art Cordon Bleu zu machen. Das Ganze aber im Bacon-Mandel. Ja, Zutaten liegen schon da. Schauen wir drauf. So, ich habe hier Schweinelachs, das sind ca. 500 Gramm, die werden wir jetzt verwenden, sehr mageres Fleisch, schadet aber gar nichts, weil wir haben hier noch einen schönen Bacon, der ist fettig genug, um noch ein bisschen Geschmack noch zusätzlich dazu zu bringen. Damit werden wir den Schweinelachs später einschlagen und einarbeiten werden wir als Cordon Bleu. Hier so ein Schwarzwälder Schinken und ich habe hier so einen richtig schönen, kräftigen Gouda, den werden wir mit verwenden. Da könnt ihr auch Kröhe verwenden oder was, Emmentaler, was auch immer ihr mögt. Und Salz und Pfeffer werden wir brauchen. Und ich sehe schon, ich habe wieder meine quietsche Pfeffermühle, aber das ist mir einfach die liebste. Und glasieren werden wir das Ganze später noch ein bisschen mit einer Barbecue-Soße. Das war's an und für sich schon. Lasset die Spiele beginnen. Und die erste Amtshandlung wird jetzt sein, einfach eine Tasche einzuschneiden in das Fleisch. Also einfach mittig schön eine Tasche reinbringen. Jawohl, ja. Also quasi der Schmetterlingsschnitt. Ja, sieht gut aus. So können wir das lassen. Dann geben wir gleich mal ein wenig Salz drauf. Wir werden es nicht übertreiben mit Salz, weil wir haben ja Bacon und den Schwarzwälder Schinken. Der gibt ja auch nochmal Salz ab, beziehungsweise salzigen Geschmack ab. Und wir pfeffern das. Und ja, sie quietscht wieder. Ich könnte die andere nehmen, aber irgendwie. Das ist meine. Und dann können wir das gleich schon mal mit dem Schinken belegen. Und da geben wir auch richtig großzügig drauf. Viel hilft viel. So, und dann nehme ich immer die eine Seite und versuche da ein bisschen dann eine Sperre für den Käse zu bauen, indem ich das einfach dann wieder ein wenig einschlage. Ein bisschen drüber. Einfach in der Hoffnung, dass uns der Käse dann schön am Fleisch bleibt. Von dem Käseblock schneide ich mir einfach ein paar Scheiben ab und verteile die jetzt einfach auf dem Fleisch. Und jetzt schlage ich den Schinken einfach ein bisschen ein. Ja, das können wir da drüber tun. Das sollte jetzt eigentlich auch ganz gut funktionieren. So, die Hoffnung ist, wie gesagt, dass unser Käse jetzt dann schön am Fleisch bleibt. Zweite Hälfte drüber. Und schon haben wir ein richtig schönes Paket. Und jetzt machen wir mit dem Bacon weiter. Und hier fange ich jetzt an, weil es wird eine richtig schöne Bacon-Schicht. Auch jeweils immer bis zur Mitte gelegt. Und was sagt man immer so schön? Bacon kann es nie genug sein. Das schlage ich jetzt auch mal nach unten ein. Und die zweite Seite. Muss man quasi unten auch nochmal überlappen. Das hält schön, weil es ja nie genug sein kann. Ein kleines Rezept mit Mengenangaben, ungefähren Mengenangaben, packe ich euch wie üblich als PDF unter das Video. So, und dann schlagen wir das einfach wieder nach unten, dass das schön kompakt beieinander ist. Und so kann das Ganze jetzt auf den Grill. Ja, und ich habe mir hier einen Anzündkamin vorbereitet. Das heißt also ein paar Kohlen rein, etwa, ja, für die zwei Körbe, wobei wahrscheinlich hätte sogar ein Korb gereicht. Aber gut. Nachdem es Fett mit Sicherheit tropfen wird, eine kleine IKEA-Schale rein. Den Rost aufsetzen. Und jetzt regeln wir die Kugel mal so auf etwa 180 bis 200 Grad ein.
200 Grad reicht und den Grillrost auch schon ein wenig sauber gemacht. Und das Cordon Bleu, ja, kann man schon so sagen, einfach in den indirekten Bereich gelegt. Tja, jetzt kriegt es noch eine Sonde, damit wir Kerntemperatur messen können. Da wollen wir etwa bei 75 Grad landen. Und dann dürfte es fertig sein. Also rein mit der Sonde. Schauen wir, dass wir die Mitte treffen. Und den Deckel drauf. Wir werden ungefähr so, ich denke mal so bei 65 Grad die Sache glasieren. So, 65 Grad, ich denke, man kann sehen, Zeit zum Glasieren. Jetzt schauen wir mal rein. Ich habe das Teil mittlerweile etwas gedreht, damit die Hitze ein bisschen gleichmäßiger hinkommt. Ja, aber es schaut schon mal richtig gut aus. Also gehen wir ein wenig Barbecue-Soße drüber. Und verteilen die mal. Und dann machen wir den Deckel wieder zu. Hat noch ein paar Grad, also so 72, 75 Grad, irgendwo um den Dreh rum. Da wollen wir hin. 75 Grad haben wir, jetzt können wir das Teil vom Grill nehmen. Und so sieht das Teil jetzt aus. Jawohl, richtig lecker. Und der Käse ist noch im Fleisch. Also nehmen wir die Fühler raus. Legen das Teil mal aufs Brett. Jawohl. Ja, und jetzt schauen wir, wie das Ganze von innen ausschaut. Tada! Jawohl, ja, richtig lecker. Und schaut euch das an. Ich würde behaupten, da kann man von saftig sprechen. Mal eine Scheibe runterschneiden. Also, sensationell. Also ich würde mal behaupten, mit relativ wenig Aufwand ein ganz gutes Ergebnis erzielt. Und geschmacklich. Es macht schon mal Spaß, das muss ich ehrlich sagen. Hammer-Kombi, extrem saftig, macht's nach. Mehr kann ich da gar nicht dazu sagen. Also wirklich extrem sensationell gut. Das Fleisch, null trocken, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ihr habt es ja gerade gesehen, das läuft richtig aus, das Fleisch. Das ist Saft, Fleischsaft vom Feinsten. Die Kombination, der kräftige Käse, dieser Schwarzwälder Schinken, der Bacon außenrum und die, in dem Fall war es eine leicht scharfe Barbecue-Soße, diese Glasur auf dem Bacon oben drauf. Ja, Herz, was willst du mehr? Beilage. Ja, würde ich jetzt vielleicht Pommes dazu nehmen oder was auch immer. Bei mir gibt es jetzt ein Paket dazu. Einfache Geschichte heute nur. Ja, ich hoffe, euch hat die Sache gefallen. Und wenn dem so wäre und ihr mögt, vielleicht wollt ihr mal einen Daumen nach oben geben. Würde mich drüber freuen. Wenn ihr was dazu schreiben wollt, packt es in die Kommentare rein. Ich werde es lesen. Und wenn Zeit ist, werde ich es auch beantworten. Ganz klar. Halt der Kanal abonnieren. Da sollte das Logo gleich auftauchen. Seid ihr dabei bei Barbecue aus Franken. Gibt es solche und ähnliche Rezepte. Jeden Mittwoch 18 Uhr. Ab und an einem Samstag mal ein kleines Vorstellvideo. Ich bleibe euer Sven. Werde das Ganze jetzt genießen. Freue ich mich richtig drüber, dass es so schön, schnell und einfach und gut gelungen ist. Also, bis nächsten Mittwoch. Ich bleibe euer Sven. Tschüssi. Wow. Und wichtig ist, reichlich Bacon. Wow.